Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Ja, was wir beim letzten Mal schon geschafft haben, das seht ihr bei uns im Hintergrund. Und es ist doch sehr gut geworden, muss ich sagen. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen weiter dekorieren. Der Epi hatte gesagt, wir müssen uns heute um die Kühe kümmern. Die armen Kühe, die haben nichts im Leben und deswegen müssen wir denen jetzt ein bisschen Trost spenden. Und ja. Wir können nämlich leider die nächste Erweiterung auch noch nicht machen. Wo stand es jetzt gerade? Bin ich doof? Da. Die kriegen wir nämlich erst bei 65. Das heißt, da müssten wir jetzt noch ein bisschen leveln. Oh, die Fische hier kann ich noch mal kurz abernten. Abernten hört sich immer so komisch an, wenn man über Fische redet, aber. So, Kühe. Kühe sind da unten. Moment, dann mache ich hier oben die Fische auch noch mal ganz kurz. Oh, stimmt. Die waren auch für eine Quest. Was mich aber da draußen. Also, du kannst schon mal zu den Kühen gehen und dir was überlegen. Ich verkaufe mal kurz die Fische. Frage ist, soll ich die für 180 noch einmal höher stellen? Wie für warum? Die Fische, damit wir mehr Fische verkaufen können. Ja, mach. Ich werde jetzt nicht zu viel machen. Nächste wäre dann 196, aber ich will das jetzt nicht alles in einer Runde machen, weil wir ja nicht so viel in der Let's Play upsa, Farm machen. So. Du bist bei der 7. Hier sind die Kühe. Ach so, du hattest gesagt, wir brauchen auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen. Eigentlich wäre es natürlich besser, wenn das hier rauskommen würde, ne? Dann würde das aber nach oben eigentlich gehen. Frage ist natürlich auch, brauchen wir da überhaupt so Hä, ein warum Gebiet geht das durch? nicht? Was meinst du? Warum kann man keine Brücke über diesen Fischteich machen? Er sagt immer, das wäre nicht möglich, weil da wäre was im Weg. Keine Ahnung. Ist ja jetzt blöd. Warte, ich gucke Aber du. gleich mal eben. Ja, du kannst es Weil. auf ein Gelände machen, wo nichts drunter ist. Aber sobald da ein Teich irgendwas drunter ist, kannst du es nicht machen. Kann das sein, dass das über den Fischteich nicht geht? Das ist jetzt eine gute. Warte mal, ich komme aber trotzdem mal eben kurz gucken. Ich lege nur mal eben den Weg hier hin. Weil. Ach so, das ist jetzt. Nee, da müssen wir das Ganze einmal vertauschen hier. Das ist ein bisschen blöd. Weil sonst kommt das nämlich nicht so hundertprozentig mit dem unteren aus. Ich habe eine Vermutung. Du bist da. Wie genau wolltest du das denn liegen? Also ich wollte die hier, komm, eigentlich wollte ich hier rüber legen. Die passt auch genau da drauf, hier rüber. Passt sie genau drauf, aber es geht nicht. Du kannst sie gar nicht über Wasser, auch über die Eider da hinten habe ich es versucht zu legen. Sobald ein Fisch drunter ist, geht es anscheinend nicht. Du kannst sie aber auf das Land legen. Wenn sie aufs Land legst, geht's. Ja, stimmt, die würde genau drüber. Wir haben jetzt nichts, wo wir zweimal das Blaue unten haben, ne? Nee. Ich mach das jetzt anders. Was machst du denn hier? Da war eigentlich die Straße geplant. Nein, die Straße kommt jetzt anders, da an dem Rand, da hinten von den Schafen, darüber zum Weg, der da vorne ist. Ja, weil Machen die wir war dahin. eigentlich hier und dann sollte die hier hochgehen. Ja, eigentlich schon, aber ich wollte die ja rüber haben, aber wenn der sieht, das ist ja blöd dann. So, jetzt kannst du die da durchführen. Jetzt kann ich ja nichts mehr da durchführen. Nein, hier entlang, hallo, hier. Ja, hier habe ich nichts für. Da will ich ja jetzt auch Doch, keine machen. Wir sind ja jetzt bei den Kühen. Du hast gesagt, ich soll mich um die Ja, Kühe aber man muss doch kümmern. eine Sache erstmal fertig machen hier. Du bist Ja, eine. eben. Du hast ja gesagt, ich soll mich um. Oder wir sollen uns um die Kühe Ja, mach kümmern. du Und die jetzt auf Kühe, ich einmal mach die bist du Straße fertig. woanders. Geh weg. Ja, dann sieht Einfach. ja keiner, was du gemacht hast. Das geht ja nicht. Ich mache immer Geheimaufträge. Ja, ich merk's. Du sagst zu mir, mach mal dies und mach mal das. Und dann auf einmal machst du was ganz anderes. So, Das jetzt. geht Ich doch nicht. komme zu den Kühen jetzt. Ich bin fertig. Jetzt sieht das richtig schön nicht aus. Nicht aus, genau. Aber warum kann man. Man kann wahrscheinlich wirklich nur über so ein Wassergraben was machen. Über diesen. Also ohne Fische drin. Vielleicht geht das. Kann man. Das muss Ja, gehen deswegen eigentlich. sage ich ja, ob wir irgendwo was haben, wo zwei nebeneinander sind. Ansonsten hätten wir es jetzt mal probieren können. Können wir ja gleich mal. Es sind nicht teuer, glaube ich. Es sind 10 Edelsteine oder so für so ein Feld, ne? Nein, sie macht hier jetzt alles voller Straßen.
Soll ich die Straße hier oben abbauen oder brauchen wir die hier oben? Nee, die kannst du abbauen, weil ich wollte die zwei hier oben. Das ist ja Blödsinn, wenn wir hier Schrägen haben und Straßen und so, weil da stehen ja nur die Kühen drauf. Die Kühen vor allem. Nur die Kühen stehen da drauf. Ja, die Kühen stehen da drauf. Ach, jetzt habe ich das hier... Hä? Ich habe das doch mitgemacht. Wieso habe ich jetzt einen Bogen? Was macht der jetzt hier für einen Scheiß? Sind wir im Sherwood Forest? Was? Aber du sagst, du hast einen Bogen. Ja, der macht ja Bögen raus, obwohl ich einfach nur gesagt habe, mit Y, er soll die bitte mitnehmen. Aha, jetzt macht das richtig. Ein bisschen doof, ne? Ich verstehe irgendwie nicht so ganz, was der Epi jetzt eigentlich von mir will, aber... Ich meinte die Straße, der wollte mir in den Bogen die verlegen, irgendwie, keine Ahnung, was er jetzt wollte. Ich erzähl's dir später nochmal. Nein. Kann das sein, dass du die erste vergessen hast? Ja. Dann nehme ich die mal eben mit. Nein. Doch. Warum behindern die hinten so viele Straßen nicht richtig? Oh, scheiße. Da war gar keine Straße mehr. So, dann kann ich nämlich hier die Schräge noch eben, beziehungsweise beide Schrägen mal eben wegmachen. Weil, sind wir mal ehrlich, ja, aber ich fände es besser. Ja, naja, aber wenn das so eine Art Trend, also ich kann dir nur empfehlen, aus Erfahrung, langjähriger Erfahrung. Man muss ja auch rauf und runter können. Also ich würde diese Schräge schon lassen. Aber du brauchst keinen Weg. Du hast ja, selber zu mir gesagt, auf deiner Farm, du hast die weggemacht, weil du dann immer eine Kuh mehr setzen kannst. Hä? Hast du gesagt. Und du hast die weggemacht, als ich neben dir stand. Nein, kann gar nicht sein. Deswegen wollte ich das ja auch hier jetzt wegmachen. Dann mach doch weg, Mann. So. Wie viele Kühe waren das jetzt? 6 Stück hatten wir gesagt, ne? Ich meine, 2 haben wir, 3, 4, 5, 6 Stück, ja. Es müssten eigentlich da noch alle sein. Das heißt, die werden wir hier noch verlängern. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Ja, das reicht ja locker hier. Dann können wir eigentlich sogar das nehmen, was wir hier haben. Wir müssen das eigentlich noch nicht mal großartig verändern. Vielleicht ein bisschen begradigen oder so? Nein. Ja, weil hier kannst du nichts draufsetzen auf diese Streifen. Das ist nein, so dünn. Du musst hier eine Windmühle oben auf dem Berg machen. Ja, dann machen wir den Berg in der Mitte klein, damit die äußeren größer sind. Sollen wir das so machen? Und aber einen dann Graben hier mit Fischen, oder? Wir machen einen Graben mit Fischen oben drum herum, nee, mit Wasser, dann können wir seitlich was runterlaufen lassen zu den Kühen. Dann haben die ja, dann müssen Tränke. Wir den trotzdem kleiner machen. Darum ja, geht's dann mach mehr. Ihn noch kleiner. Also du meinst jetzt hier, warte mal, welche Farben haben die da? Blau und rosa haben die. Und rot, das sieht eklig aus. Was soll ich denn machen, blau oder rosa? Bloß nicht rosa. Kannst mich mal. So. Du bist jetzt davon ausgegangen, dass ich rosa gemacht habe. Betten? Nein, du hast es wahrscheinlich gemischt irgendwie. So eine komische Mischung hast du bestimmt gemacht. Das geht ja nicht. So, warte mal. So. Und dann müssen wir hier unten das ein bisschen verbreitern. Ja, ich weiß. Kannst du den Baum hier unten mal, der dazwischen ist, jetzt... Ach so, das kann ich jetzt nicht wegen den Kühen hier. Ach ja, jetzt muss ich das wieder... Und das finde ich so blöd gemacht, dass du dann da unten, nur weil der Weg da ist, kannst du das dann nicht abändern. Soll der weg? Soll ich das wegmachen hier oder was? Ja, nur mal kurz zur Seite machen. Nicht ganz wegmachen. Hä? Ja, wie? Die Wegsplatten meine ich. Ja, ich mach schon. Ich bin schon... Ich hab's ja doch schon in dem Griff. Nö. Doch. Kann ich noch verlegen? Nein, nicht verlegen, bitte. Ich hab eine Idee hier. Hallo? Warum klaust du unsere Straße? Da hinten braucht man gar die Straße. Das sieht aber jetzt scheiße aus. Na, hä, was hast du jetzt gemacht? Du hast das gerade gemacht, ich nicht. Ich will die auch haben hier. Nein, das sind unsere Wege. Ich habe die ja extra hingeschleppt. Warum? Was willst du hier hinten mit dem Weg? Ja, ist eine Straße. Du kannst hier doch nicht einfach alles wegnehmen. Und was ist mit der hier oben drauf, auf den Kühen?
Ich würde die da. Ja, die habe ich extra da reingemacht, damit man da hinfahren kann. Das sieht dann so aus, als ob man da füttert. So. Ja, dann hättest du die auch verbinden müssen mit den richtigen hier. Und das hast du auch nicht gemacht. Nee, so weit war ich noch nicht. Das ist richtig. So, Kuh, geh da jetzt mal bitte weg. Ich muss das mal eben erweitern. Ach, jetzt geht das nicht, weil da auch noch... Willst du mich jetzt hier? Dieses Spiel will ich heute irgendwie veräppeln. Schönheit. Itchia. Uiuiui. Itchia, was war denn das für eine Sprache? Ja, das war die Itchia-Sprache. Die Itchia-Sprache? Achso, die kann ich ja gar nicht. Jetzt hat er das hier wieder selbstständig gemacht. Ach, was hat der denn jetzt gemacht? Warum macht dieser blöde Traktor immer, was er nicht soll? Weil du den bedienst. Nee. So. Also, du willst hier Fische hinhaben. Was für Fische? Ja, du hast gerade gesagt, du willst hier oben Fische hinmachen. Und dann da drunter auch, einmal drumherum. Ja, und dann hatte ich gedacht, ja, du kannst auch nur ein oder zwei machen, damit da nicht, jetzt hast du so viel, sonst nimmst du so viel weg. Das weiß ich nicht. Ja, ich würde sagen, dass wir das nur auf den beiden Seiten machen hier, oder? Das sieht gut aus, ja. Dass wir das hier so lassen auf der Seite. Ja, das sieht gut aus. Aber man kommt nicht zu der Windmühle hin, wenn er jetzt keinen Weg dahin macht. Ja, da soll man ja auch nicht hin, oder? Willst du da hin? Wenn ich das Mehl da rausholen muss, was da drin gedient wurde? Ja, da ist kein Mehl drin. Das soll doch nur schön aussehen. Das soll doch nicht irgendwie funktional sein oder so. Mit der kann man kein Roleplay machen. Aber du hast recht, das sieht schön aus. Man kann leider nicht viel davon sehen, weil es irgendwie nur noch Nacht ist in diesem Spiel. Also es ist richtig ätzend geworden Es ist die lange Nacht im Moment. Das ja, aber jeden Tag ist die lange Nacht. Ja, wir sind halt oben, kennst du nicht die Nordlichter oben da? Das ist halt eben ein bisschen länger dunkel im Sommer, im Winter. Im Sommer. Kann man das? Mut mich hier nicht an, das reicht schon, wenn die Gameplayerin mich anmut. Ja, das bringt aber. Ah doch, das geht jetzt an. Bringt das geht nicht an, viel. Ich habe hier noch Lichter dran gestellt, damit man zumindest ein bisschen was davon sieht. Es bringt nicht viel. Wenn ich das jetzt hier aber mache, meckert der mich bestimmt gleich wieder aus wegen der Schläge hier. Warte mal, dann mache ich die. Nein, kann man nichts drauf machen. Nee. Wir sind wieder bei Farm. Ich bin wieder bei meinem Wartemal-Modus. Ah, Hilfe. Moment, stand das? Nee, stand nicht richtig. Hallo? Ich habe F gedrückt, sag mir das doch. So, hast du gesehen, was ich meine? Es wird jetzt so ein bisschen erleuchtet. Erleuchtet vor allen Dingen. Beleuchtet. Sollen wir hier oben auch sowas machen? Ja, da passt keine hin. Ich glaube, die. Oder wie viel Platz nehmen die weg? Ich hätte das in die Ecken gemacht. Du kannst die. Warte. So kannst du die hinstellen. Das sind immer zwei, also. Ja, ja. Ja, das ist halt gut. Der Nachteil. Aber ich meine, es sieht doch schon so ganz schön aus. Wir müssen den Leuten ja auch mal so ein paar Ideen geben, wie man was dekorieren. Guck mal, jetzt wird es auch ein bisschen heller. Leider nur hier, nirgendwo anders sonst auf der Farm, weil das der einzige Platz ist, wo wir jetzt Lichter haben. Aber wenigstens sind die Fische jetzt nicht mehr im Dunkeln. Das Interessante ist echt die Kühe, ne? Die juckt das ja überhaupt nicht, was du da machst. Ne? Du kannst erzählen und tun, was sie will. Doch, die eine, die läuft hier rum. Alle anderen pennen. Ne, hier steht auch noch eine. Ja, hier ist gerade, die hast du gerade aufgescheucht hier, die eine. Nein, hier ist die, guck mal, die schiebe ich jetzt mal durch die Gegend hier. Jetzt wird die ja auch noch durch die Gegend geschoben, die arme Kuh. So, kannst du da oben noch mal ein paar mehr hinmachen? Muss mal gucken, dass ich hier die Fische, was machen wir mit denen? Ein bisschen. Dass wir die vielleicht erstmal ein bisschen zur Seite machen. Vielleicht können wir die ja so drumherum buxieren oder so. Ach, guck mal, die Kuh ist auf meinem Traktor. Ah, schade, hab ich nicht gesehen. Die war oben auf meinem Traktor drauf. Ja, ich habe mich umgedreht, aber. Nee, die in dem Moment, wo du dich umgedreht hast, ist sie runtergefallen. Oder wir machen das so. Können wir natürlich auch. So ein bisschen dekomäßig hier. Dann können wir die Kühe vielleicht auch ein Stück nach vorne ziehen.
Also, ich sag mal, das Grundgerüst, das lassen wir dann ja da. Ne? Ja. Nur wir machen es halt ein bisschen schöner, dass das jetzt nicht so, dass es ein bisschen akkurater aussieht und so, dass du ein bisschen mehr Platz hast, besser abfarmen kannst und so. Weißt du, was ich meine? Nee. Es ist ja trotzdem immer noch Hardcore-Modus. Das heißt, wir haben ja immer noch diese ganzen Erhöhungen und so hier drin. So. Dann machen wir das hier. Ich meine, hast ja auch nicht ganz unrecht. Ich meine, es sieht ja schön aus. Oh, siehst du, mit einem Schlag wird es auf einmal hell. Ja, weil die Jahreszeit auf Winter gewechselt, was aber auch sehr komisch ist, weil gerade im Winter ist es eigentlich eher dunkler. Ja, also das ist was, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier verdreht. Warte mal, dann haben wir das. Jetzt haben wir natürlich die Mitte weggenommen. Was haben wir gesagt? 6 Kühe, ne? Ja, ja, aber unten, ich würde ja unten auch noch welche, ganz unten machen, ne? Also hier ist ja unten auch noch ein. Ach, du meinst jetzt da, wo ich jetzt die Fische hingestellt habe? Ja, warum hast du die da hingestellt? Ja, als Deko hatte ich jetzt gedacht. Kannst du erstmal hinstellen, noch haben wir die ja nicht. Ja, ich dachte, dass wir die hier eins weiter nach vorne ziehen und dann hier in der Mitte splitten, so. Aber dann sind es zu wenig, wenn du sie so splittest, oder wie viel? Ja, dann hätten wir hier 4 auf der Seite. Und hinten würden dann, nee, warte mal. Nee, das würde doch reichen, wenn wir hier oben das begradigen. Ja, aber guck doch mal, wie groß die Ecke hier vorne noch ist. Hier die Ecke, hier so rum, da können wir doch auch noch die Kühe Also willst du die komplett nach unten setzen? Ja, auch, ja, oder? Ja, wir entscheiden uns jetzt nur gerade immer wieder neu um, deswegen frage ich jetzt. Nein, du machst das, ich nicht. Also willst du die dann quasi hier durchgehend setzen? Ja, aber ich meine... Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob noch mehr Kühe. Wahrscheinlich gibt es später noch mehr Kühe. Na, glaube ich noch nicht mal unbedingt. Nicht? Okay. Ja, dann würde das doch gut passen. Also oh, die Kuh bappt hier. Oh ne, jetzt hat sie den Kopf rausgezogen. Da! Hast du gesehen? Nein. Die Kuh backte. Ach, das meintest du mit auf dem Dings. Die Kuh backte hier gerade voll mit dem Kopf drin. Ja, dann können wir das nämlich so machen, dass wir hier links, rechts, dann auf der anderen Seite auch links, rechts. Ich hatte jetzt nur gedacht, dass wir hier oben noch Kühe machen. Weil ja, dann hätten wir oder, ja schon die 6 Oder wir Stück machen eigentlich. Hier oben eine andere Deko noch. Oh, jetzt wird der Epi hier, jetzt läuft er auf Hochtouren auf. Der sagte mir, er hat null Plan von Deko, aber der ist jetzt die ganze Zeit im Kopf am Rattern. Boah, was könnten wir da jetzt noch hinstellen als Deko? Warte mal, das könnten wir hier nochmal. Also was zum Beispiel hier oben auch möglich wäre, dass wir hier oben eine große Scheune draufstellen auf diese Fläche, weil die Kühe müssen ja nachts. Dass sie dann hier so. Ja, dann gehen die hier rein nachts. Die könnte man so hier hinstellen. Oder meinst sogar, du so eine rote oder so eine richtige? Ja, die rote die große da. Da gibt es noch zwei. Einmal gibt es die kleine große und eine große große. Ja, was, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch nochmal einen großen Stall später, weil das Ding heißt ja kleiner. Ja, dann kann man hier immer noch umstellen. Ist der ist wirklich klein. Ja, der ist sehr klein. Also das ist für die Kühe. Ja, okay, die sind größer, die roten. Da hast du recht. Ja, wie willst du die dann hier? Das siehst du gerade gar nicht, wo ich hier stehe, ne? Ja, ich sehe, wo du hier stehst. Hier so in die Richtung machen? Ja, ja, aber dass die Tür nach vorne zu den Kühen zeigt hier, nicht zur Windmühle. Ach so, ja, dann doch so, wie es gerade war. Ja, yeah. Also das sehe ich aber nicht, wie du das. Ja, doch, das sind die Türen. Es ist dann nur nicht so akkurat, weil wir das jetzt nicht mittig setzen können. Ja, kann man es hier? Du könntest ja auch eine Ich kann nur rechts oder links das hinsetzen. Also es wäre dann so. Hallo? Ja, ich Nein! Jetzt hat er mich abgelenkt. Das haben alle gesehen. Ja, aber hier oben kommen dann trotzdem noch die anderen Kühe hin, oder wie? Dann wäre es natürlich cleverer gewesen, eine kleinere Scheune zu nehmen. Ja, das wäre ja Blödsinn. Nee, ich dachte, wir machen hier oben noch andere Dinge. Ach so, ja, stimmt. Hin. Stimmt, du hast gesagt. Ach, warte mal, wir könnten doch das Heu zum Beispiel da reinmachen. Ja, Heu und wir könnten noch. Was wir ja auch noch nicht haben, ist hier die Kühe müssen ja auch noch. Die müssen ja auch noch zum Beispiel das brauchen noch. Oh. Ja, das wollte ich ja eigentlich nach vorne machen, aber gut, das ja, kannst Moment, du auch. Moment. Ich mach schon mal die an. Nee, ach, ja.
Das war doch jetzt gut eigentlich. Ja, aber soll die nicht... Ja, du kannst es auch noch da. Weil die Scheune auch so... Das ist die Ausrichtung der Scheune, bin ich jetzt aus. Das ist dann irgendwie... Ja, deswegen eigentlich ja, ne? Ja, so wie ich es jetzt habe, meine ich. Ja, ja. Ja, ja. So, ich habe das hier oben noch mal ein bisschen begradigt, bevor wir gleich gar keine Steine mehr haben. Also Edelsteine. So. Nehmen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, guck mal, passt doch perfekt. Weil unten, da kommen dann ja die anderen Kühe drauf. Die können wir im Moment sowieso noch nicht machen. Oh Gott, was ist er jetzt am machen? Der ist wieder so ruhig, als ob er hier irgendwas... Nee, das gefällt mir nicht. Was ist das denn? Als ob er hier irgendwie Blödsinn im Kopf hat gerade. Nein, nein, ich guck nur gerade was. Ja, ja. Hast du jetzt die Scheune hingemacht? Das macht mir ja Angst. Ja, die steht doch da. Ja, ja, dann muss er auch noch hier... Das ist auch wichtig, dass man natürlich auch da so ein... Ja, das wollte ich gerade machen, du Kleiner. Ahaha. Und... Dann müssen wir natürlich auf der anderen Seite dementsprechend auch hier so einen kleinen Haufen reinmachen. Ja. Einen kleinen Haufen ja, reinmachen, wie es das ist. Das ist erstmal so. Ich meine, du könntest jetzt auch eine Bank hier hinmachen, da könnte man sich hier ja, da war ich auch über das ganze Gebiet gucken, so wie hier. Ja, da musst du die aber richtig platzieren, sodass man sich da auch wirklich draufsetzen kann. Ja, mach mal. Jetzt soll ich das machen. Ja, was? Hab ja gesagt, dass du das machen sollst. Da kommt man sogar vor. Ich wusste nicht, dass das so viel Abstand ist. Dann kann man so. Nein! Oh. Da kann man so. Dann kann man so und dann kann man wieder alles kaputt machen. Jetzt bleib mal sitzen und hau nicht wieder ab hier. So. Und dann kann man schön in die Kamera gucken, damit man das dann als Dings nehmen kann. So beide. Ja, irgendwie gucken wir immer in unterschiedliche Richtungen. Ja, wenn du so schräg guckst, dann siehst du auch, dass die Windmühle gerade sich dreht sogar. So, warte. Welche Windmühle? Ach so, da meinst du. Oh. Ja, stimmt. Ja, war mir schon klar, welche Windmühle. Das Guten war Morgen. Jetzt so rhetorisch. Ach, da ist sogar... Geht das an? Müssten wir mal gucken, wenn es dunkel ist, ob das Lämpchen angeht. Welches Lämpchen? Ja, ach so, die Scheune ist beleuchtet. Ja, die echt? Hat... Die ist, ja, ja. Die vorne, die Lampe, die dran hängt, die ist an. Ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht dran erinnern. No, ich habe bei mir auch zwei hingemacht. Ist. Also, die sind an... Ach so, das weiß ich nicht. Aber es sieht doch schön aus. Also, ja. Wenn wir das jetzt noch auf die andere Seite machen, ich meine... Wie, auf die andere Seite? Ja, ja, wir begradigen das da auf der anderen Seite noch ein bisschen. Dann sind natürlich wieder ein paar Edelsteine weg und so, das ist klar. Dann müssen wir natürlich zwischendurch auch wieder weiterfarmen, dass wir wieder mehr Kühe und so weiter bekommen, ne? Das ist klar. Also, das müssen wir dann... Wir können jetzt nicht nur dekorieren, wir müssen auch dafür sorgen, dass das dann auch entsprechend gefüllt wird. Dann würde ich nämlich sagen... Wenn der Epi sitzen geblieben wäre, natürlich nur. Ich wollte gerade noch was machen, aber du jetzt sagst, du willst dich verabschieden. Ja, was wolltest du machen? Nix, mach es mal. Du wolltest mit dem Hintern wieder in die Kamera springen. Nein. Ich wollte sagen, das ist spitze. Ja, ich komme nicht mal runter, ich bin im Fotomodus, deswegen kann ich mich gerade nicht bewegen. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Wir haben heute viel erreicht und es war mal wieder eine etwas andere Folge. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr vielleicht noch irgendeine Idee habt, wie man das Ganze hier noch ein bisschen verschönern kann, was man noch machen könnte oder was man vielleicht für die anderen Tiere machen könnte. Die Hühner sind ja noch übrig. Die werden dann auch in einen der anderen Folgen kommen, sobald wir halt wieder genügend Edelsteine bzw. auch Level 60 war es, ne? Haben. Und das nehmen wir dann natürlich auch auf, wie wir dann die Hühner hier verschönern sozusagen. Ja, aber ich würde da nicht so einen kleinen Hühnerstall reinmachen, wenn du da so gefühlt eine Million Hühner hast und dann... Ja gut, wenn wir so kleine Flecken noch haben, aber wenn du natürlich einen so eine Riesenhühnerfarm hast, dann kannst du nicht einen so kleinen Stall reinmachen, das stimmt. Ja, so wie hier, ne? Also ist ja keine Riesenhühnerfarm, aber das sind dann halt mehrere Hühner, so wie hier halt jetzt die Kühe, die da rumlaufen, ne? Ja. Ja. Na gut, dann. Ich würde sagen, mit diesem wundervollen Blick auf unsere Hinterköpfe verabschieden wir uns dann wirklich. Und ja, müssen dann mal gucken, dass wir hier ein bisschen was noch begradigen offline und
Mal gucken, wie schnell das geht, bis wir dann die nächste Erweiterung machen. Vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht aber auch in der Folge danach, dass wir dazwischen einfach nochmal so eine Farm- und Quatschrunde aufnehmen. Also Quatsch im Sinne von der Epi macht Quatsch und wir quatschen. Oder umgekehrt. Ah. Oder ich schnitze ein bisschen an den Hecken rum hier. Ich habe ja so wunderschöne Kühe jetzt geschnitzt. Ja, das stimmt. Da muss ich uns doch mal von vorne zeigen, weil dann ist nämlich die Kuh hier so. Das ist auch ein schönes Bild übrigens. Wir hätten hier auch noch so, ja gut, mit dem Rot, das passt nicht. Ich wollte gerade sagen, wir hätten hier so ein paar von den rosa Bäumchen so dazwischen stellen können. Also gerade wenn du dieses Grün hast, finde ich, das sieht sehr schön aus vom Kontrast. Also das für euch mal als Tipp, wenn ihr so ein bisschen was dekorieren wollt. Also finde ich sehr schön, diese rosa Bäumchen und dann das Grüne, also mit diesen Kühen oder anderen Tieren, sag ich mal. Ich will endlich sowas in Fische kriegen. Hallo Devs, falls mal einer zuguckt im nächsten Jahrhundert, wir brauchen Fische. Also wir haben Fische, aber wir brauchen Fische in Grün. Grüne Fische gibt's doch. Ist so doof. So, wir haben uns schon dreimal verabschiedet, deswegen machen wir es jetzt schnell. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.